Hallo, Hallöchen. Wir spielen wieder LS19, Landwirtschaftssimulator 2019 und schauen uns heute einen schönen Mod an. Und zwar diesen schönen Miststreuer von Fortschritt. Also das richtige Teil, um natürlich Mist zu streuen. Und Nostalgie oder Ostalgie zu spielen, wäre das hier der Originalanhänger zum Miststreuen. Und ich würde sagen, wir schauen uns den mal genauer an. Also den gibt es in zwei verschiedenen Farben. Einmal in dieser Farbkombination und einmal in so ein Grün. Schauen wir uns am besten beim Händler an. Das Ganze finden wir natürlich unter Miststreuer. Gibt es übrigens bei ModHub direkt zum Runterladen. Und ja, da steht er. 10.600 Liter passen rein, dann hat es da wie so Förderbänder, die da nach hinten sich bewegen und hinten bewegen sich dann diese Walzen und schleudern den Mist raus. 9 Meter Arbeitsbreite, 15 km/h Arbeitsgeschwindigkeit, benötigte Leistung 114 PS. Wieso so viel? So viel hatten doch die Traktoren gar nicht. So. Das ist eigentlich die andere Farbe. Wir können dann noch Felgenfarbe wählen. Also passend zum Anhänger die richtige Felgenfarbe. Mehr können wir eigentlich auch nicht machen. Das Ding ist auch nicht so teuer. Für 9.500 € kann man das erwerben. Ja, und am besten muss ich gerade mal gucken, wo bin ich denn hier gelandet? Ich habe ja mal was vorbereitet, wie immer. Wir wollen das Ding ja natürlich in Action sehen. Also wir haben hier einen Misthaufen. Da haben wir einen Fortschritt ZT303D davor gespannt. Hat aber bloß 100 PS. Aber wir probieren das trotzdem mal. Und hier haben wir den HTS 60.04. Also diesen Fortschritt Miststreuer. Und dann laden wir hier mal Mist auf. Das machen wir jetzt mal auf die ganz einfache Variante. Wir zaubern da ein bisschen und der Anhänger füllt sich von selber. Jetzt haben wir das Ding mal richtig voll hier. Und dann gehen wir auf den Acker. So, geht nicht besonders in die Knie der Anhänger hier, würde ich sagen. Okay, scheint voll zu sein. Und dann fahren wir mal zu unserer Feld. Er fährt jetzt schon nicht besonders schnell. km/h. Und wenn wir das Ding jetzt noch anwerfen hier. Boah. Vielleicht ab und zu nach vorne schauen, hab nur geschaut, ob die Anschlüsse hier hinten passen, aber das scheint eigentlich ganz gut zu sein. So, da würde ich sagen, hauen wir das Ding mal an hier. Und wie wir sehen, ist da nicht viel mit 15 km/h, jedenfalls nicht mit dem ZT. Mit 6 km/h quält der sich hier hoch. Und ja, die Reifen werden schon dreckig. Also, der ZT hat da schon recht zu tun. So. Aber bergab, jetzt sind wir ja eigentlich, jetzt wird es ein bisschen. Ja, der schafft es eigentlich schon, auch wenn er da nicht ganz so viel PS hat. Jetzt sind wir oben, der Anhänger ist natürlich schon leichter, jetzt hat er schon 14 km/h. Und jetzt geht es dann langsam auch bergab. Sieht auch gut aus hier hinten, wie das da rausfliegt. Super gemacht.
Genau, und vom Verbrauch her finde ich es jetzt eigentlich auch nicht so schlecht. So, dann drehen wir das natürlich wieder, fahren hier hoch. Dort dann natürlich wieder zu tun. km/h. Das ist nicht besonders viel. Ist ein bisschen steiler hier, glaube ich. Aber sonst. Ein cooler Anhänger. Wie gesagt, für die Nostalgie oder Ostalgie, also Osttechnik, ist das natürlich, die sowas spielen, wäre das hier natürlich der richtige Anhänger. Jetzt wird auch schon richtig dreckig hier. Sieht gut aus. Oh, da liegt noch ein bisschen Zeug drauf. Alles klar, mach einfach weiter. Ich warte hier. Gut, in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.